So, jetzt geht's weiter. Wir haben ja schon hier die Stoffmenge eingeführt und jetzt ist ja die Frage, damit wir also auch rechnen können oder bestimmen können, wie viel Wasserstoff entsteht. Wir wollen das über die Stoffmenge machen und dazu möchte ich deshalb gerne wissen, 10 Gramm Magnesium, da 10 Gramm Magnesium entsprechen wie viel Mol? Das ist die erste Aufgabe. So, jetzt geht es darum, dass wir uns Folgendes überlegen. Wir wissen ja, ein Mg-Atom hat ja ein Gewicht von, was waren das gewesen? Hat man nachgeguckt? Magnesium, wo sind wir denn? Magnesium, Magnesium. Hier, falsche Farbe, aber 24,3 Gramm. Also 24,3 Gramm. Dann hatten wir ja bei den stöchiometrischen Berechnungen das so gemacht, dass wir das Ganze vervielfacht haben, sodass wir auf einem Wert von 24, oh, jetzt habe ich gerade einen Fehler gemacht, sehe ich gerade. Moment. Ein einzelnes Atom hat natürlich nur die Masse von 24,3 U. So, und dann haben wir das Ganze vervielfacht, indem wir gesagt haben, ja, wir nehmen viel mehr von den Magnesiumatomen, nämlich 6 mal 10 hoch 23 Teilchen. 6 mal 10 hoch 23 Magnesiumatome haben ein Gewicht von 24,3 Gramm. Und da steckt jetzt auch unser Mol drin. Also, das. Diese 6 mal 10 hoch 23 Teilchen, hier erinnert euch, hier haben wir das ja. Das bedeutet gerade, dass ich hier ein Mol habe. Mg-Atom, Magnesiumatom. So, das heißt, ein Mol Magnesiumatom wiegt also 24,3 Gramm. Man hat für diesen Wert, der ja so etwas wie eine Stoffeigenschaft ist, also einen eigenen Buchstaben, naja, sich ausgedacht oder hat sich halt überlegt, dass man immer das so schreiben will. Und zwar schreibt man M, groß M, in diesem Fall von Magnesium, ist 24,3 mit der Einheit Gramm pro Mol. Das ist die sogenannte Molmasse. Also die Masse von einem Mol Magnesiumatome, in diesem Fall Atome, wenn es eine Verbindung ist, dann halt Moleküle oder Formeleinheiten oder was auch immer. So, das ist eine wichtige Sache, die ihr euch unbedingt merken müsst. Nochmal zur Erinnerung, wie komme ich auf die Molmasse? Ich betrachte, was wiegt ein einzelnes Atom oder auch kleinstes Teilchen, das Ganze in U und die Masse von einem Mol der entsprechenden Atome bzw. Teilchen hat den gleichen Zahlenwert, nur mit der Einheit Gramm. Und die Molmasse ist dann Gramm pro Mol, also wie viel wiegt ein Mol? So, und jetzt möchte ich ja wissen, wenn ein Mol 24,3 Gramm sind, wie viel Mol, also was für eine Stoffmenge ist das dann, habe ich bei 10 Gramm Magnesium. So, es gäbe jetzt die Möglichkeit, dass ich hier wieder über ein Verhältnis rechne. Ja, so nach dem Motto, Achtung, ein oder x Mol verhält sich zu ein Mol wie meine 10 Gramm zu 24,3 Gramm. Wie komme ich dann auf die Anzahl an Mol. Was ich errechne, ist die Masse der Stoffportion, die gegeben ist, geteilt durch die Masse, die ein Mol wiegt. Wenn ich das jetzt zusammennehme, hier unten steht ja noch ein Mol, aber das habe ich ja wegen dem hier. Und jetzt gibt sich daraus eine Formel, die ich auch noch aufschreiben möchte. Nämlich die Stoffmenge N, das hatten wir ja oben eingeführt, ergibt sich aus der Masse der Stoffportion geteilt durch die Molmasse, molare Masse.
So, und die Herleitung, die ist mir ehrlich gesagt nicht so wichtig. Ihr braucht vor allem diese Formel. Deshalb radiere ich das hier mal wieder weg und verschiebe die Formel ein bisschen, ne, zur Seite, damit ich da mit weiterrechnen kann. Ich schreibe hier nochmal auf, was diese Symbole bedeuten. Also N ist die Stoffmenge und M ist die Masse der, Masse der Stoffportion. So, und das M habe ich ja drüben schon geschrieben, das ist die molare Masse. So, und mit dieser Formel kann ich jetzt im Prinzip ganz einfach ausrechnen, welche Stoffmenge Magnesium ich habe. Ich habe hier meine 10 Gramm, das ist die Stoffportion. Und ich habe die molare Masse oder Molmasse 24,3 Gramm pro Mol. Die Einheit hier unten ist jetzt wichtig, denn Gramm und Gramm kürzt sich weg. Und dann bleibt als Endergebnis, ich nehme nur noch die Einheit Mol übrig. Und das Ergebnis ist, Moment, 10 geteilt durch 24,3. Das sind 0,41 etwa. Also, ich habe 0,41 Mol Magnesium, die ich einsetze. So, jetzt sehe ich ja anhand, ja, eigentlich sind wir ja hier, anhand dieses Verhältnisses, dass wir sind ja hier Magnesium und Wasserstoff, das sind ja die zwei Stoffe, die wir gerade haben, dass da ein ganz einfaches Verhältnis herrscht. Also wenn ich ein Mol Magnesium habe, habe ich ein Mol Wasserstoff, das heißt, es bleibt gleich, ist das gleiche, das soll mal 1 hier heißen, ist ein bisschen verrutscht. So, das heißt, ich kann hieraus auch eben folgen. Da entsteht also auch 0,41 Mol Wasserstoff. Wasserstoff entstehen. Apropos entstehen, jetzt fällt mir gerade ein, ich hatte hier was falsch geschrieben. Wie viel Wasserstoff entsteht, müsste es ja hier heißen. Okay, also es entstehen 0,41 Mol Wasserstoff. Jetzt wissen wir natürlich noch nicht, welches Volumen das hat. Das müssen wir dann im nächsten Schritt machen. Dazu füge ich noch eine neue Seite ein. So, und jetzt ist die Frage, 0,41 Mol Wasserstoff hat welches Volumen? Volumen, Volumen. Oh je, meine Schrift. Soll Volumen heißen. Hat welches Volumen? So, ja, also schreibt nochmal cool auf, was ist gegeben. N ist gleich 0,41 Mol und gesucht ist V. Wie groß ist das? So, jetzt müssen wir einen kleinen Schwenk nochmal machen zu unserem alten Bekannten, nämlich dem Herrn Avogadro. Und zwar gehe ich das nochmal kurz durch. Es ist ja so, eine bestimmte Teilchenanzahl, nee, umgekehrt, eine bestimmte Volumenanzahl hat eine bestimmte Teilchenanzahl, egal was für einen Stoff ich habe. Das Ganze kann man auch umkehren. Wenn ich eine bestimmte Teilchenanzahl habe, habe ich auch immer das gleiche Volumen. Und das nutze ich mir jetzt hier, denn mit einer bestimmten Stoffmengenangabe habe ich ja auch eine bestimmte Teilchenangabe. Und ich muss jetzt also eigentlich nur noch wissen, welches Volumen hat denn ein Mol? Wenn ich das wüsste,
könnte ich jetzt einfach dann umrechnen. Und tatsächlich ist es wirklich so, wenn ich ein oder wenn ich Gase habe, dann es hat ein Mol dieser Gase immer ein bestimmtes festes Volumen. Dieses Volumen, geben wir dem auch mal eine schöne Farbe oder auch nicht schön. Das Volumen von einem Gas, von einem Mol eines Gases. Zwar eines beliebigen Gases, ist immer 22,4 Liter. Wobei, achten, das sind natürlich alles ein bisschen gerundete Zahlen, aber 22,4, das reicht aus. So, daraus gibt es dann, oder dafür gibt es einen speziellen Namen, und zwar ist das das sogenannte Molvolumen oder molare Volumen. Molvolumen. Und man verwendet dafür das Symbol Vm. Also Vm ist gleich 22,4 Mol, nee, falsch rum, Liter pro Mol muss es heißen. Ja. 22,4 Liter pro Mol. Ja, damit habe ich jetzt etwas, wo ich eben die Stoffmenge, die ich hier gegeben habe, umrechnen kann. Nämlich, ich überlege mir wieder eine Formel, die eben den Zusammenhang herstellt zwischen dem Volumen von einem Mol und dem Volumen von einer Stoffportion. Und ich könnte es ebenso machen, wie ich das eben erklärt hatte, dass ich also überlege, ein Mol hat dieses Volumen, wie viel haben da 0,41 Mol? Das ist also wieder eine Verhältnisformel. Oder wir nehmen einfach die Formel, die ihr auch später verwenden sollt, und zwar lautet die N ist gleich V durch Vm. Es ist so ähnlich wie drüben, ne? Gucken wir mal kurz zurück. Hier haben wir Stoffmenge ist gleich Masse der Stoffportion durch die Masse von einem Mol dieses Stoffes. Und hier Stoffmenge ist gleich Volumen der Stoffportion geteilt durch den Volumen von einem Mol. So, und das schreibe ich jetzt mit dem Molvolumen oder hier Volumen schreibe ich nochmal kurz auf. Dieses V ist gleich Volumen einer, na, sagen wir mal, Gasportion. Also ich habe irgendwie so ein bisschen was abgemessen oder ein Teil oder ein bisschen Luft oder Gas und das ist eben das Volumen, das hier betrachtet wird. So, jetzt muss ich diese Formel nur noch umformen, da ich ja gerne wissen möchte, wie das Volumen ist. Also rechne ich hier mal Vm und dann nach der Umformung habe ich n mal Vm ist gleich V. So, und dann kann ich jetzt auch endlich berechnen, wie viel Wasserstoff entsteht, nämlich V ist dann ja gleich n mal Vm. Also 0,41 Mol und das Ganze mal dem Molvolumen, diesen 22,4 Liter pro Mol. Wir können hier kürzen, freundlicherweise. Und als Ergebnis für die Einheit bleibt nur Liter übrig. Das ist auch ein gutes Zeichen, dass wir da vermutlich richtig liegen mit unseren Werten, die wir verwenden. Also 0,41 mal 22,4. Und das gibt dann gerundet 9,184 Liter Wasserstoff, der hier entsteht. So, ja, das ist jetzt ein ganz anderer Weg, den wir gegangen sind. Und ihr habt nebenbei so ein paar Formeln kennengelernt, nämlich das ist ja die eine neue Formel. Und hier drüben haben wir noch eine andere neue Formel. Beide werdet ihr in der Chemie sehr häufig brauchen, weil es einfach die Formeln sind, mit denen ich Berechnungen vornehmen kann. Manchmal reicht der Weg über die Masse und ist vielleicht sogar auch schneller. Aber gerade wenn es um Gase geht, spielt eigentlich die Stoffmenge eine sehr große Rolle und ist einfach unverzichtbar, weil ich nicht diese vielen Zahlen brauche.